Die Stadtbücherei Tübingen präsentiert Videoanleitungen zur digitalen Bibliothek. Heute die Onleihe-App. In diesem Videotutorial möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie die Onleihe mit Ihrem Smartphone oder Tablet nutzen können. Laden Sie zunächst die Onleihe-App aus dem App Store bzw. dem Google Play Store herunter. Um die Onleihe-App nutzen zu können, müssen Sie angemeldet sein. Wählen Sie im Drei-Balken-Menü den Punkt Anmelden und suchen Sie nach der Stadtbücherei Tübingen. Geben Sie anschließend Ausweisnummer und Passwort ein. Die Ausweisnummer beginnt mit 4 Nullen und findet sich auf Ihrem Büchereiausweis. Das Passwort ist Ihr Geburtsdatum, einzugeben mit Punkten und vierstelliger Jahreszahl. Also zum Beispiel 01.12.1990 für den 1. Dezember 1990. Über das Suchfenster können Sie gezielt nach bestimmten Autoren oder Titeln suchen. Leihen Sie ein verfügbares E-Book aus und wählen Sie eine Leihfrist, zum Beispiel 21 Tage. Klicken Sie anschließend auf Laden, um den Download des E-Books zu starten. Nachdem das E-Book heruntergeladen wurde, können Sie es öffnen und im App-internen Reader lesen. Um den internen Reader wieder zu schließen, tippen Sie auf die Bildschirmmitte. Dadurch öffnet sich das Kontextmenü und Sie können über das Kreuz links oben das E-Book verlassen. Sie können sich auch gezielt verfügbare E-Medien anzeigen lassen, also solche E-Books und Hörbücher, die nicht entliehen sind. Ich möchte Ihnen das am Beispiel von verfügbaren E-Audios zeigen. Wählen Sie im Drei-Balken-Menü links oben den Punkt Stöbern, dann E-Audios und tippen Sie anschließend auf das Filtersymbol. Aktivieren Sie die Option Nur verfügbare Titel und wählen Sie eine Kategorie aus, zum Beispiel Belletristik und Unterhaltung, Krimi und Thriller und bestätigen Sie zuletzt mit Fertig Ihre Auswahl. Suchen Sie ein E-Audio aus und legen Sie die Leihfrist fest, zum Beispiel 14 Tage. Wenn Sie beim E-Audio Anhören auswählen, so wird der Titel gestreamt, wozu eine Internetverbindung nötig ist. Tippen Sie hingegen auf die Option Laden, so wird der Titel heruntergeladen und kann hinterher auch offline genutzt werden, also ohne Internetverbindung. Ist ein E-Book entliehen, so können Sie es vormerken. Pro Büchereiausweis können Sie 5 Vormerkungen anlegen. Die Vormerkungen in der Onleihe sind kostenlos. Tragen Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, damit Sie eine Benachrichtigung erhalten, sobald das vorgemerkte Medium für Sie bereit liegt. Über den Menüpunkt Meine Medien können Sie sich sowohl Ihre ausgeliehenen als auch Ihre vorgemerkten Medien jederzeit anzeigen lassen. Wenn Sie ein E-Book ausgelesen haben und es zurückgeben möchten, navigieren Sie zum gewünschten E-Book und wählen über das Drei-Punkt-Menü die Option Vorzeitig zurückgeben aus. Bestätigen Sie die vorzeitige Rückgabe mit Ja. Generell jedoch müssen Sie E-Books nicht vor Ablauf der Leihfrist zurückgeben. Ist die Leihfrist abgelaufen, so lassen sich die E-Books nicht mehr öffnen, da ein Abgleich mit dem Systemdatum Ihres Tablets oder Smartphones stattfindet. Im Unterschied zum physischen Bestand der Stadtbücherei entstehen in der Onleihe keine Mahngebühren. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit der Onleihe-App und dem Medienangebot der E-Ausleihe Neckaralb. Falls Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich jederzeit gerne an das Stadtbücherei-Team.